Bumschakalaka. Was können wir denn als nächstes machen? Warte mal. Nee, warte. Eine Sache will ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. River. Wo ist er? Dakota. Unbekannte Nummer. Jackie. Wo ist denn River? Judy. Oh, Judy. Wo ist River? Da. Okay. River. Nicht die River, aber... Der ist nicht wirklich tot, oder? Er kann nicht tot sein. Dino Dinovic. Immer der geilste Name im ganzen Spiel. Mama Wells, Mitch, Nix, River. Was? Der hat mich weggedrückt. Arschloch. Zu teuer. Dream on. Oh no. Wollen wir das nochmal probieren? Komm, wir probieren das nochmal. Das war ja das, wo ich gestern so verkackt habe. Wo ist denn der Teleportpunkt? Da hinten. Ich kann mal gucken, ob ich hier coole Klamotten kriege. Verkaufst du neu oder gebraucht? Gebraucht. Niemand liefert hier draußen freiwillig neue Waren an. Aber ich beschwere mich nicht. Man muss nur die Wracks auf dem Highway abgrasen. Hm. Ein geübtes Auge findet immer irgendwas. Hm? Ich brauche ordentliche Überkleidung. Ja, dann lass mal gucken. So ein Glück. Unsere Preise sind nämlich überragend. Was für ein bescheuerter Witz. Die Jacke ist besser. Hibizukai, Hemd aus Kaschmir Nanofaser. Okay. Okay, Kopfbedeckung ist aber alles irgendwie bescheiden. Äußere Schicht. Nee. Ja, und die Hose ist auch nicht besser. Ja, ein bisschen, aber... Nee. Oh, was mit der? Aus extra Baumwolle. Lol. Ja, den. Einmal. Die Fliege passt sehr gut dazu. Und gehen wir mal wieder auf Hose. Ja. Stylisches Mädchen. Sehr, sehr stylisch, danke. Da. Okay, ich probiere das nochmal mit dem Dream On. Wie schwer kann das sein? Ich meine... Au! Sag mal! War der Sportwagen das gerade? Au! Voll überfahren.
sind oben. Danke. Nee, das ist doch eine andere Quest. Das ist gar nicht das mit dem, wo sie mich ausrauben. Ist das nicht der zukünftige Bürgermeister? Elizabeth war doch die Frau von ihm, oder? Ja. Schön, dich wiederzusehen. Hi. Ist was passiert? Komm mit. Ja, euer Fernseher ist kaputt. Erklären. Er ist fast fertig mit den Vorbereitungen. Ich habe übrigens alle seine Sprechen über den Eckpfeiler verlagert. Wir sind hier also ganz ungestört. Wie schon gesagt, aha, ich fände das geil, wenn ungestört die bei was Tasten genau sich bewegen würden. Erfährst du gleich. Hi. Ich muss los. Mach die Änderungen, wir sprechen später wieder. Wie schön, dass du da bist. Jefferson. Setz dich bitte. Du willst sicher wissen, warum du hier bist. Nee. Ich bin gerne in eurem Penthouse und träume davon, selber mal so eins zu haben. Aber keinen gewöhnlichen. Was war so ungewöhnlich? Vor ein paar Nächten hat mich irgendwas aufgeweckt. Ein Geräusch. Ich habe meine Pistole genommen und habe nachgesehen. Da war ein Fremder. Sah aus, als wollte er eine Waffe ziehen. Also habe ich abgedrückt. Abgeknallt? Ich weiß nicht. Plötzlich drehte sich alles und ich wurde ohnmächtig. Am Morgen war er weg. Hm. Du musst ihn finden und rausbekommen, was er wollte. Warum ausgerechnet ich? Wieso heuerst du nicht einfach einen Detektiv an? Ich halte mich lieber an Leute, die ich kenne. Keine schlechte Idee. Immerhin hast du das Rätsel um den toten Bürgermeister gelöst. Ja. Diesen Fall knackst du ganz bestimmt auch. Okay. Hast du das NCPD verständigt? Wir wollen jede Aufmerksamkeit vermeiden. Kein Laut nach draußen. Im NCPD gibt's genug Vögel, die für ein paar zusätzliche Eddies alles machen. Wenn wir einen Einbruch melden, fallen die Medien wie Heuschrecken über uns her. Ja, wahrscheinlich. Keine Polizei. Kapiert. Natürlich haben wir SSI, unsere private Sicherheitsfirma, verständigt. Hat der Typ was mitgenommen oder kaputt gemacht? Es fehlt nichts. Ich habe auch keinen Schaden festgestellt. Jeff muss ihn verjagt haben, bevor er etwas tun konnte. Du bist ohnmächtig geworden? Ja, richtig. Gleich nach dem Schuss. Und dann? Nichts. Ich bin morgens in meinem Bett aufgewacht, mit höllischen Kopfschmerzen. Irgendeine Idee, wie du ins Bett gekommen bist? Nein, keine Ahnung. Elizabeth weiß es auch nicht. Sie war's. Wie sah der Mann aus? Ich kann mich kaum erinnern. Es war dunkel. Aber er trug eine Art Maske. Bestimmt mein Ex-Freund. Oder ein Implantat. So genau konnte ich das nicht erkennen. Elizabeth hat ihn auch nicht gesehen? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Der Wahlkampf ist ziemlich anstrengend. Ist der Sicherheitsfirma etwas aufgefallen? Ja, aber ich kann mir keinen Reim drauf machen. Sie haben keine Spuren eines Einbruchs oder eines Schusses gefunden. Auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen. Der Wachmann hat auch nichts bemerkt. Sie vermuten, dass Jeff einfach nur schlecht geträumt hat. Die einfache Lösung. Liz hat SSI heute abgesagt, damit ich dich reinbringen kann. Was kannst du mir über SSI sagen? Wer sind die? Sie sind seit 15 Jahren im Geschäft. Sie haben Kunden in der ganzen Stadt. Ich glaube, sie wurden uns empfohlen. Einen Bekannten. Glaubst du, SSI hat etwas damit zu tun? Er wird doch wohl wissen, wie er SSI angeheuert hat, oder? Noch habe ich keine Spur. Aber gibt es noch jemanden außer SSI? Vielleicht stecken die gleichen Leute dahinter wie bei Ryans Tod. Oder Welton Holt, Jeffs politischer Rivale. Er liegt in den Umfragen hinter Jeff. Aber eigentlich könnte es jeder sein. Jeff hat viele Feinde, einige davon sehr einflussreich. Die Liste wäre endlos lang. Verstehe. Deswegen bist du hier, Vi. Du musst rausfinden, was zum Teufel da vor sich geht. Gibt's sonst noch was du mir sagen möchtest? Oder musst?
Nein, das sollte alles sein. Liz? Das war alles. Und mehr werden wir bestimmt auch nicht rausfinden. Schatz, bitte. Vi wird bestimmt eine Spur finden. Gut, ist das dann erstmal alles, was du brauchst? Liz mag uns anscheinend nicht. Ich würde mich gerne mal im Apartment umsehen. Natürlich. Liz führt dich rum. Ich muss zu einem Meeting. Meld dich, sobald du was rausgefunden hast. Er ist zu sympathisch für einen Bürgermeister. Komm mit. Ich zeig dir alles. Bin direkt hinter dir. Fangen wir da an, wo Jeff den ungebetenen Gast gesehen hat. Ich muss sagen, manchmal macht mich das alles hier so müde. Die Politik? Bisher ist es uns gelungen, Anfragen von Nightcore, Biotechnica und Arasaka abzulehnen. Okay, okay, Entschuldigung, das ist kacke. Warum spiegelt sie sich, aber wir nicht? Zu schulden, wäre das der eigentliche Sieg. Das ist... Nein. Nein, dann soll sich lieber gar keiner spiegeln. Wir haben nicht mal... Lagerhaus und Flohmarkt. Alles in... Wir haben aktuell nicht mal einen Schatten. Lass uns zum Mitnehmen. Jeff und du, ihr macht bestimmt eine Menge Überstunden. Wahlkampf. Da bleibt einem keine Zeit, übers Essen nachzudenken. Also bestellt man einfach etwas. Aber es stimmt schon. Jeff hat in letzter Zeit nichts anderes gegessen. Schönes Familienfoto. Ist das eure Tochter? Sochi, ja. Wir vermissen sie sehr. Sie studiert im Ausland. Ah, wo denn? In Europa. Eine gute Uni. Eine hervorragende Ausbildung. River ist ein Vampir und du wirst ja doch... Aber jetzt im Wahlkampf ist das einfach sicherer. Ich glaube nicht. Obwohl. Ha. Und dann wird's mich nicht. Vel Perales. Hier lagern wir das Material für den Wahlkampf. Das ist am billigsten. Wie viele Kaffeemaschinen habt ihr bitte hier? Meine Güte. Das ist Jeffs privater Computer. Dort findest du wohl kaum etwas über den Einbruch. Hami-Koffein. Kennst du das Problem nicht, wenn du Tag für Tag FPR-Tag in todeslangweiligen Meetings sitzt und in der Pause dann alle Kaffee wollen? Wenn dann einer anstehen muss, ist scheiße, also bekommt jeder eine eigene zugewiesen Smiley mit rausgestreckter Zunge. Also auf unserem Stockwerk sind 60 bis 80 Personen und wir haben eine Kaffeemaschine. Ja, ich kenne das Problem. Judy? Ist das von damals?
Du und Jefferson, ihr seid weit gekommen. Es von Haywood hierher zu schaffen, ist nicht einfach. Kommt, hat man so gut wie gar keine. Ist das Jeffs Knarre? Das ist meine. Aber ja, mit der Waffe hat Jeff geschossen. Er erklärt die frischen Schmauchspuren. Oh. Ja, also für ein Schlafzimmer, das würde ich mir aber auch gefallen lassen. Oh, ist das ein schönes Regal. Hat sich hier nach dem Einbruch irgendwas verändert? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Was denn zum Beispiel? Jeff sagt, er wurde ohnmächtig. Kam dir irgendwas komisch vor? Am Bettzeug, wie es lag? Jedes noch so kleine Detail. Du meinst, falls man ihn ins Bett geschleift hat? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Darf ich mich mal umsehen? Nur zu. Holy shit! Ich will auch so ein Badezimmer. Ein leerer Booster. Da hat jemand eine Nacht durchgemacht. Benutzt einer von euch Energiebooster? Ich jedenfalls nicht. Vielleicht Jeff? Er arbeitet ja wie besessen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Er hatte noch nie was übrig für Substanzen. Wirklich? Nikotin gehört auch dazu. Jefferson hat noch nie geraucht. Echt? Könnte schwören, ihn mit einer Zigarette gesehen zu haben. Jeff? Nein, niemals. Er rührt sowas nicht an. Oh. Gut, also das ist ein bisschen dekadent. So ein Klodeckel in Gold, ne? Blutspuren. Nur unvollständig entfernt. Wessen Blut ist das? Von einem von euch? Nein, das ist ganz sicher nicht von uns. Vielleicht von dem Einbrecher? Vermutlich. Warte, warte. So. Kaputt? Vor ein paar Tagen ging er noch. Wir benutzen ihn aber kaum. Smart Glass. Wait, was?
Was war das? Keine Ahnung. Hat sich gut angefühlt, aber seltsam. Bisschen wie Acid. Passiert das öfter mit dem Bildschirm? Oder mit den anderen? Ich verstehe nicht. Was da gerade eben passiert ist. Nicht gesehen? Nein. Was denn? Schon gut. Acid war doch diese eine Droge, ne? Warum hören hier auf einmal die Blutspuren auf? Interessiert sie auch gar nicht, dass wir hier jetzt gerade die Tür aufgebrochen haben. Zur Hölle. Wir können mit Sicherheit sagen, dass der Sicherheitsdienst hochverdächtig ist. Sie haben uns belauscht. Ach. Diese Hurensöhne. In meinem eigenen Haus. Hat sie das gerade nicht gesehen? Dass der... Ich kann das alles nicht fassen. Habt ihr nie was Ungewöhnliches, Verdächtiges bemerkt? Dass sie unser Vertrauen missbraucht haben? Uns ausspioniert haben? Dass sie einen geheimen Raum voller Überwachungsgeräte in unserer Wohnung versteckt haben? Also nichts gemerkt. Verstehe. Ich frage mich, wie lange sie das schon heimlich durchziehen. Zu lang. Das hört jetzt auf. Keiner dieser Spinner wird je wieder einen Fuß. Oh, mein Kopf. Stimmt was nicht? Kümmer dich nicht um mich. Du weißt, was zu tun ist. Okay. Typisches Verhalten. Das Ziel übersteigt akzeptable Variationen. Alpha hat begonnen, Aufputschmittel zu benutzen, wahrscheinlich aufgrund des erhöhten Stresses nach jüngsten Ereignissen. Ich genehmige hiermit, die neuralen Dämpfer versteckt einzusetzen. Trotz Einwänden von Chief of Security Wallace hat Zielperson Alpha eine Söldnerin angeheuert. Dies stellt eine extreme Abweichung von akzeptablen Normalverhalten dar und wirft Fragen über Alphas allgemeine Stabilität auf. Hiermit beantrage ich eine Eilwartung. Genehmigung für Operation Condon, Ziel Alpha, wurde erteilt. Das Manöver wird zusammen mit Team Orange ausgeführt. Die von Alpha kontaktierte Söldnerin ist vor Ort angekommen. Die Agentin von Team Orange haben erfolgreich jegliche Kontakt vermieden. Orange berichtet, dass die Söldnerin keine Gefahr für die Operation darstellt. Bei der Durchführung der geplanten Wartungsarbeiten ist eine extreme Abweichung vom Normalverhalten aufgetreten. Entschuldigung. Oh, ich war nicht schnell genug. Entschuldigung. Agent Blue66M wurde von Ziel Alpha schwer verletzt und musste von Teams Orange und Black evakuiert werden. Das Verfahren zur Unterbrechung der Operation wurde eingeleitet und nur Team Orange ist derzeit vor Ort. Team Black wird weiterhin beobachten, bis die normalen Abläufe weitergeführt werden können, was erst nach der Inspektion und dem Bericht von Team Blue geschehen kann. Dann gehen wir mal da hier hoch. Sowas schon mal gesehen. Im Krieg. Militech hat solche Transmitter benutzt. Kurzstrecken-UHF. Das Signal hat eine kurze Reichweite, kann aber nicht abgehört werden. Eine kurze Reichweite?
Dann lass uns doch mal sehen, ob wir hier in der Nähe einen Empfänger finden. Ich sehe den Empfänger. Neben dem schwarzen Lieferwagen. Das muss es sein. Aber was soll das Ganze? Kein Schimmer. Aber wir sollten rausfinden, woran das Ding angeschlossen ist. Siehst du die Kabel? Okay, wo gehen die Kabel hin? Die Kabel? Da muss es noch einen Eingang geben. Gut erkannt, Johnny. Suchen wir mal weiter. Hier gab es doch irgendwo noch eine Treppe nach oben, ne? Das geht nur einmal komplett rum. Wo war die andere Treppe? Bin ich wieder hier. Hey. Das gibt's doch gar nicht. Ich jetzt doch noch mal diesen komischen Computer. Scanne den seltsamen Computer. Falsch. Komische Hardware. Wofür die wohl ist? Ist mit den Monitoren an der Wand verbunden. Und wer weiß, womit noch. Es war zu einfach. Der Empfänger könnte bei dem Van sein. Ich frage mich, ob Elisabeth den Wagen kennt. Auf dem Dach ist ein Transmitter, der zu dem Van da draußen sendet. Eine Ahnung, wer das sein könnte? Wir haben keinen Transmitter montiert. Und ich weiß auch nichts von einem Van. Aber ich schätze, er gehört SSI. Wäre eine Möglichkeit. Aber die Tech ist etwas ungewöhnlich. Gehst du der Sache nach? Ja, ich statte Ihnen einen kleinen Besuch ab. Gut, ich bleib hier. Sag Jeff erstmal noch nichts, okay? Von mir aus. Ich werde ihn anrufen, sobald ich was Handfestes habe. Ist in Ordnung.
Aber denk dran, dass Jeff wahnsinnig beschäftigt ist. An mich kannst du dich jederzeit wenden. Gut, okay. Ich denk dran. Ja, denn Sherlock, wir sind unterwegs. Interessant, interessant. Oh, was willst du? Wie wär's, wenn wir uns eine Karre nehmen, wie? Der Van haut uns sonst ab. Dann nehmen wir mal eine, mit der ich wenigstens ein bisschen fahren kann. Okay, folgen wir ihm. Lass sie nicht entkommen, wie? Oh, jetzt wachst du mal auf. Wir könnten hier eine Konzernverschwörung aufdecken, wie? Glaub mir. Vielleicht sind das verfickte Konzernspione oder sowas. Ja, ich bin ja mal gespannt, was das am Ende wird. Ich stelle mich gerade gar nicht so dumm an mit dem Autofahren, also Motorradfahren. Aber mit Tastatur ist halt echt schwierig. Es gibt irgendwie nur Vollgas oder gar kein Gas. Was du von Politikern siehst, ist nur eine durchchoreografierte Show. Hinter den Kulissen herrscht Krieg. Die Bürger wählen ihre Abgeordneten nicht selbst aus. Wer dann? Die Mächtigen, die Strippenzieher. Die spionieren alle Perales der Welt aus. Scheiße. Erpressen sie. Die fahren nach Nordzeit. Manipulieren Wahlen. Das kann nur böse ausgehen, Johnny. Ich bin echt froh, dass ich gerade mich einfach nur für dieses Motorrad entschieden habe. Gutes Jesse-Motorrad. Ja, ich weiß, ich brenne immer noch.
Nö. Aktuell nicht so. Ich finde die Steuerung immer noch ein bisschen frickelig, ne? Oh, fuck! Geht doch. Ja, das sind nur die Kameras, die mich da gerade im Visier haben. Das ist aber halb so wild. Zwei Stunden schon, was? Ich bin drin. Was heute hier? Hätte ja. Uns nicht mal das NCPD beschafft. Fotos, ärztliche Unterlagen. Anfälligkeit für Neuroplastik? Das ist eine Art Datenbank. Gehirnscans von beiden Perales. Bioabdrücke, Neuroplastik. Fuck. Was ist das? Das Blaue da. Neue Neurallinks. Die hören nicht ab, Johnny. Die spielen in ihren Köpfen herum. Soll das heißen, da kontrolliert jemand die Gedanken von unseren anständigen Politikern? Aha. Die roten Flecke sind Erinnerungsreste im Hippocampus. Siehst du, wie sie in die blauen übergehen? Womit haben wir es zu tun? Sie pflanzen neue Erinnerungen, ändern ihre Persönlichkeit. Das ist ganz große Scheiße, Johnny. Leck mich. Die haben neben den Perales noch andere Versuchskaninchen. Schnell, lad alles runter. Wenn einer kommt, um sich die Daten zu holen, haben wir den Täter. Shit, die löschen die Daten. Die haben uns entdeckt. Jetzt wissen sie, dass jemand in ihrer Datenbank war. Aber ich frage mich, ob sie auch wissen, wer. Liz! Die. Gibt's was Neues? Ich hoffe, du sitzt. Die Sache ist so viel größer als gedacht. Was meinst du? Die unterziehen euch einer Gehirnwäsche. Sie haben eure Köpfe gescannt und jetzt beeinflussen sie... Warte, nicht übers Holo. Gut, ich komme vorbei. Nein, du und ich. Wir müssen alleine sprechen. Ich kenne da einen Ramenladen in Japantown. Ich schicke dir die Koordinaten. Verstanden. Wir treffen uns da. Ein Rahmenladen? Oh nein, ich glaube, sie redet nicht vom Bilderrahmen, richtig. Okay, während wir hier aufs Autochen warten. Nein. Präzisionsgewehr, Schrotflinte. Das ist halt schon... Die Tech-Pistole ist halt schon echt hardcore, ne? Naja. Nam.
das behalte ich. Okay, Itemherstellung, Upgrade, da. Ich habe ein bisschen blöd geparkt, Entschuldigung. Entschuldigung.